Jo, also musikalisch gerade schon mal mit einem ziemlich modernen Start, das gefällt mir schon mal ziemlich cool. Und das Ganze ist eine echte Geschichte, auf der das beruht, oder wie? Ganz genau, ja. Und auch, dass ihr darauf eingeht, das Ganze thematisiert halt, finde ich sau wichtig. Moin Leute und willkommen zurück auf meinem Channel BMT. Heute gibt es wieder ein BMT Reacts. Ich reagiere heute auf den neuen Flash Forward Song Can You Hear Me Calling? Und ich habe tatsächlich auch den Jakob, den Bassisten der Band, heute mit dabei. Tag, Leute. Hallo. Jo, genau. Und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal ohne viel Umschweife in den Song reinstarten. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ist auch ein recht langes Video. Und ja, ich bin mal mega gespannt auf den Track. Und wir hören jetzt einfach direkt mal rein. Let's go. Hi, my name is Rania. I am from Syria, and a year ago, I fled my country to Europe after receiving death threats. Now, I am in Austria, in the middle of nowhere. Jo, also musikalisch gerade schon mal mit einem ziemlich modernen Start, das gefällt mir schon mal ziemlich cool, ziemlich gut. Und das Ganze ist eine echte Geschichte, auf der das beruht, oder wie? Ganz genau, ja. Also die Rania gibt es wirklich und das ist die Story von ihr, beziehungsweise das, was jetzt auch noch folgt, ist die Story von ihr. Nichts Ausgedachtes. True Life. Ah, okay, krass. Ja, dann bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Dann werden wir direkt mal weiter reinstarten. Boah, krass. Also auf jeden Fall auch ziemlich emotional, die Story und so. Und ja, spielt sich ja auch in dem Video und alles wieder. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat sie zum Beispiel so zu ihren Eltern oder ich denke mal, das waren ihre Eltern, dass sie die gar nicht persönlich sehen kann und sowas. Wenn ich das jetzt richtig Genau. verstanden habe. Absolut richtig. Und natürlich ein wunderschönes Standbild hier, kann man sehen in dem Video auch. Das eine Ah, Mal, wo ich in dem Video drin bin, hast du jetzt genau erwischt. ja. Wir wollten uns eigentlich total zurückhalten und uns echt auf die Story stürzen. Aber das ist genau richtig erfasst. Also sie ist sehr allein oder war auch sehr allein und ja, kein Kontakt zu den Eltern, beziehungsweise nur übers Internet. Und ja, eine sehr schwierige Zeit für sie. Das wird Ja. jetzt auch noch ein bisschen erklärt, warum das so ist. Ah, okay, ja, krass. Also
bisher, also das wie ganze Video ist ja auch eher so ein bisschen ruhiger gehalten, sag ich mal, weil der Song ja auch ruhiger ist und so, passt auf jeden Fall gut zueinander. Und ja, aber ich würde sagen, jetzt erstmal weiter, bevor ich hier jetzt wieder zu viel mittendrin quatsche. That there's so much we take for granted. Our health, our families, our safety, our mental health. And being isolated in the first year in Austria, not being able to communicate with the locals, and while seeing a world that was filled with chaos and misery, it made it hard for me to believe that there's gonna be a better tomorrow. But there is, and there should be, because it only takes you and I to leave this world better than we found it. Oh, krass. Ach, kommen jetzt noch Outtakes oder was? Nee. So Nee, ähnlich, oder? nee, also deutlich schlimmer als Outtakes und krasser. Ja, wir haben jetzt ja so ein bisschen darüber gelernt, quasi wie Rania, wie so die Situation war, als sie angekommen ist in Europa. Und aber es gibt halt auch noch eine ganze Story, die davor passiert ist. Und das ist so ein bisschen das, was jetzt noch kommt. Okay, ja, krass. Also ich wollte erstmal noch ein bisschen darauf eingehen, was wir jetzt schon gesehen und gehört haben. Also den Song finde ich auf jeden Fall mega cool. Ist ja eher so ein bisschen ja, ruhiger, balladenmäßiger, könnte man sagen. Egal, auf jeden Fall. Bisschen Ja. anders als das, was wir bisher immer gemacht haben, muss man auch sagen. Ist halt jetzt mit Abstand auch so der poppigste Song, aber ja, halt einfach auch textlich, einfach passend zu diesem Thema, zur Flüchtlingskrise und ja, das war uns einfach ein wichtiges Thema, das anzusprechen und anzugehen und dementsprechend sollte halt auch das Video diese Message beinhalten. Ja, wie wollte ich auch sagen, ey, sehr wichtiges Thema und auch, dass ihr darauf eingeht, das ganze Thema thematisiert halt, finde ich sau wichtig und richtig gut auf jeden Fall. Und ist auch bisher, zumindest in allem, was ich jetzt in dem Video schon gesehen habe, schon mal auf jeden Fall auch gut dargestellt und so auf jeden Fall sehr gut gemacht, finde ich. Dankeschön. Und ja, echt ein mega wichtiges Thema, so was vielleicht auch voll untergeht, so gefühlt wegen der ganzen Sachen, was halt mit Corona und so ist, ne? Dass andere Probleme dann plötzlich irgendwie gar nicht mehr thematisiert werden oder man hört einfach nichts mehr davon, obwohl das immer noch präsente Themen sind. Und Ja. gerade das ist ja auch eine Zeit lang eins der politisch aktuellsten Themen gewesen und sollte auf jeden Fall immer noch Aufmerksamkeit kriegen, weil es immer noch ein wichtiges Thema, auf jeden Fall. Ja, Und absolut. auch was jetzt hier als diese Zitate, die gerade kamen, mit was man alles als selbstverständlich sieht, Ja. komplett richtig. So, es kann sowas kommen wie, ja, eben, wenn du flüchten musst oder sowas und plötzlich alles, was du als wichtig und selbstverständlich siehst, verlierst, das muss so unglaublich krass sein. Also, Ja. das kann man sich, glaube ich, so, als so, wenn man so privilegiert ist und halt einfach ein Dach über dem Kopf hat, vernünftiges Standing im Leben und so, kann man sich das, glaube ich, gar nicht wirklich vorstellen, wie das ist, wenn das passiert. Ja, du triffst es total auf den Punkt. Also genauso ist es. Und gerade jetzt vielleicht durch Corona kann man vielleicht verstehen, was es bedeutet, irgendwie eingeschränkt zu sein. Aber es ist noch was ganz anderes. Und keiner von uns, ja, weißen Kartoffeln hier, kann sich das, glaube ich, vorstellen, was das bedeutet, auch so angefeindet zu werden in einem anderen Land. Und
Das, ja, da sollte man irgendwie mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ja, sehe ich genauso. Aber ich würde sagen, wir werden uns jetzt nochmal den Rest hier anschauen. Ich bin mal gespannt, was hier Yes. jetzt noch kommt. Ach so, das ist eine Frage, die ich noch kurz hatte. Ja. Also die jetzt im Video die gespielt hat, ist das die Person, ist das eine andere? Genau, das ist die Elif, das ist eine Schauspielerin, die Rania spielt in dem Video. Und das, was jetzt kommt, sind Ah. Realszenen und das ist dann auch tatsächlich Rania, Ah, okay. die Spielerin gekommen Jo, ist. das wollte ich noch eben gewusst haben. Ja, guter Hinweis, ja. مين ها قوي السود ده كيف يصور ذكي اياه مالي عالمين يعني بالاخير شو انا مجرد ساحه حرب بس عالمين ابو مالي وانايا الحقاني انه اهلي ما عاد اشوفهم قطعت المي بشكل عام نغرق في المنطقه Alter. Ja, ey, da krieg ich jedes Mal Gänsehaut. Ja, Alter, krass. Also jetzt tatsächlich in dem, was am Ende dann auch noch stand, waren ja auch noch so ein paar Sachen tatsächlich mit dabei, über die wir gerade schon geredet Ja. hatten. Und ja, Alter, ich habe gerade auch so ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Also es ist echt ein krasses Thema auf jeden Fall. Und ja, auch wie gesagt, ein echt wichtiges Thema. Und ey, auch diese Bilder zu sehen, so das hittet einfach noch mal anders. So das. Es ist immer noch mal was anderes, wenn man drüber redet oder wenn man dann wirklich sowas sieht, was da auch wirklich passiert ist. Ja. Und ich finde halt auch. Klar, wir haben viel schon gehört darüber, dass ja, Boote untergehen oder dass Flüchtlinge ja, nicht nett behandelt werden, sage ich mal, so an Grenzen. Aber jetzt auch gerade nochmal Rania kennengelernt zu haben, und das haben wir jetzt halt im Laufe der Arbeit an dem Video, und zu sehen, was ihr halt widerfahren ist, das ist halt einfach nur krass. Und da so eine persönliche Story mal zuzuhaben, war uns halt wichtig, ne? Denn wie wir es gerade gesagt haben, wir haben keine Ahnung, wie das ist, diesen Weg auf sich zu nehmen. Und Rania ist tatsächlich mit ihrem Boot gekentert vor Griechenland, und sie hatten halt einfach Glück, dass sie auch gerettet wurde. Aber es Alter. gibt natürlich ganz andere Geschichten. Und ja, diesen persönlichen Blick mal zu zeigen, das war uns halt wichtig. Und ja, da muss man ein großes Lob auch nochmal aussprechen an die, die das Video gemacht haben, Farbtonvideos, und Daniel Gilberg und zusammen mit Jonas. Die haben das einfach perfekt in Szene gesetzt. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, aber da gehören natürlich auch die Leute dazu, die das so umsetzen können. Jo, auf jeden Fall, das Video ist echt gut geworden. Also hat mir sehr gut gefallen, sowohl thematisch als videomäßig, als auch der Song. Auf jeden Fall geht alles gut miteinander Hand in Hand. Und aber was du auch gesagt hattest gerade, wollte ich nochmal drauf eingehen, so dieses Persönliche, das ist nämlich wirklich nochmal was anderes. Wenn du einfach nur in den Nachrichten irgendwas darüber mitkriegst, so dann geht das vielleicht eher an dir vorbei, als wenn du wirklich einen persönlichen
Bezug dann irgendwie dazu kriegst, dadurch, dass wirklich eine Person ihr Schicksal erzählt. So, das ist was ganz anderes. So, dass wenn du ein persönliches Gespräch mit jemandem hast, das ist was anderes, als wenn du eine Dokumentation über diese Person siehst. Ja. Würde ich mal sagen. Total, ja. Konnten wir uns auch nicht am Anfang so vorstellen, ja, dass das am Ende dabei rauskommt und dass auch diese Gefühle dann da sind, ne? Und ja, aber es ist, glaube ich, unfassbar wichtig, dass jedermann sowas sieht, ne? Und diese Verbindung dazu hat und erstmal generell weiß, wie glücklich er oder sie sich fühlen kann, wenn es einem nicht so geht, ne? Aber dann halt auch eben möglichst alles dafür zu tun, dass die Menschen, denen es so geht, sich bei uns wohlfühlen, nicht angefeindet werden und ihre Chance bekommen, mit ihrem Leben ja, etwas Friedliches anzufangen. Ja, auf jeden Fall, ey, da sagst du was. Also, das kann ich so unterschreiben. Also, auf jeden Fall, krass. Also, ja, hätte nicht gedacht, dass es jetzt so krass politisch auch teilweise wird und so. Also, wir haben jetzt viel über halt, ja, wichtige Themen einfach geredet. Aber finde ich auch, super. Also, das hat das Video auch super Gesprächsstoff natürlich gegeben jetzt, wo wir auch noch drüber reden konnten. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen was zum Song sagen. Mhm. Wie ist der so entstanden? Also, du hast ja selbst schon gesagt, das ist im Prinzip euer ruhigster, poppigster Song. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, generell, ja, sind wir jetzt ja nicht so krass auf ein Genre fixiert. Klar, wir machen irgendwie Alternative Rock, Indie Rock, was auch immer. Ne? Aber unser Sänger Stefan, der die Songs auch schreibt, ist da generell auch immer in allen Richtungen unterwegs und der Song ist zusammen mit einem Freund von ihm entstanden, dem Felix Mannherz. Und die ja, wollten halt so ein bisschen, das merken wir auch gerade so am Anfang des Songs, das ist sehr seicht und so, eigentlich so fast ein bisschen Karibik-Flair im Song, ne? Dass das aber so ein bisschen auch in die Irre leitet, weil thematisch es wiederum genau das Gegenteil ist. Eben kein Karibik-Flair, sondern eben ja, Not auf dem Mittelmeer. Ne? Ja. Und das war so ein bisschen der Bruch, der da drin sein sollte. Und ja, den Song haben wir aufgenommen vor etwas mehr als einem Jahr, kurz vorm Lockdown haben wir den aufgenommen und ja, bis jetzt in der Schublade gelassen, überlegt, was wir damit machen können und ihn dann jetzt rausgebracht. Ach krass, ja, okay. Also ja. Ja, es war wichtig, einfach zu gucken, wie können wir dieses Thema auch vernünftig angehen, ne? Denn es gibt natürlich viele Bands, die sich auch schon damit beschäftigt haben. Es gibt natürlich viele Schockvideos auch aus dem Mittelmeer und wir wollten halt genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese emotionale Ebene. Wir wollten einfach zeigen, was das bedeutet für einen Menschen, ne? Und dieses persönliche Porträt zu haben. Dabei hat uns natürlich auch Rania total geholfen. Ich habe sie damals gefunden über die UNO. Also ich habe die UNO angeschrieben, ob sie uns da vielleicht weiterhelfen können. Und sie haben uns dann an Rania weitergeleitet, die halt jetzt in Wien wohnt. Und wir haben dann halt viele Telefonate und Videocalls gehabt und mit ihr überlegt, wie wir das aufziehen, was wir machen. Und da war sie halt auch extrem hilfreich bei und ja, hat halt eben auch mit ihren Messages, die sie halt eingesprochen hat, jetzt auch für das Anfang des Videos und fürs Ende, ja, halt, glaube ich, genau den Ton getroffen, den es halt braucht. Ne? Ja. So lief das ab. Ja, krass. Also sehr cool, dass du jetzt hier noch so viel auch dazu dann auch sagen konntest. So, ich finde, das gibt dem ganzen Video hier nochmal ein bisschen mehr Aussagekraft, ein bisschen mehr Sinn und so. Also auf jeden Fall sehr cool, dass du hier heute mit dabei warst. Sehr gerne. Ich werde auf jeden Fall hier erstmal ein Like beim Video dalassen. Sonst hast du noch was du noch über den Song loswerden willst oder über das Video oder so? Ja, guckt es euch alle an. Auf jeden Fall, das wäre das Wichtigste. Und hört euch den Song an, bei Spotify oder wo auch immer. Wir werden in diesem Jahr auch noch weitere Songs rausbringen und bleiben da weiter am Ball, sodass jetzt zwar dann Corona-technisch gerade konzertmäßig nicht viel geht, aber wir halt zumindest anderen Input liefern. Und ja, also bleibt am Ball und da kommt noch einiges. Jo, auf jeden Fall das Video nochmal auschecken, wie er schon gesagt hat, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Hört da auf jeden Fall nochmal rein. Ich finde, das ist ein echt gelungenes Ding, so, weil es, wie gesagt, mich auch ziemlich berührt hat jetzt. Also, ich denke mal, wenn ein Video es schafft, halt Emotionen auszulösen, einem, dann ist es auf jeden Fall gelungen. Und ja, lasst da auf jeden Fall bei denen auch noch ein Like da
Und ja, holt euch da durch, checkt die auch gerne auf Social Media aus. Instagram, Facebook habt ihr, glaube ich, am Start. Alles da. TikTok. Ah, TikTok auch sogar. Ja, alles klar. Ja, alles. Und dann lasst auch gerne für mein Video einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und könnt auch gerne die Glocke smashen, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich nochmal, dass du heute mit dabei warst. Und gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.